Ja, meine Damen und Herren, lieber Herr Kollege Kosanke, Sie haben ja ausgeführt, dass wir uns bei der damaligen Verabschiedung des Gesetzes hier parlamentarisch mit, wie sagten Sie es, Gestammel verhalten haben. Ich weise Ihre Ausdrucksweise, Herr Kollege Kosanke, hier ausdrücklich namens meiner CDU-Fraktion und meiner eigenen Person zurück. Ich finde es ehrlich gesagt auch unangemessen, dass Sie hier einen Gesetzentwurf der CDU-Fraktion, ich sag mal, mit solchen Verbaljurien belegen. Ich möchte Ihnen noch mal deutlich sagen, Herr Kollege Kosanke, wir haben damals bei der heftigen Diskussion hier im Parlament und auch in den Ausschüssen sehr ernsthaft als CDU-Fraktion, auch in Zusammenarbeit mit den Verbänden, mit den Kommunen, eine Entscheidung getroffen. Und die Entscheidung lautete, dass wir dieses Gesetz, was Sie vorgelegt haben, ablehnen. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist das eine. Das andere, Herr Kollege Kosanke, ich habe Ihnen inhaltlich vorgetragen, um was es uns geht. Ich stelle hiermit fest, Herr Kollege Kosanke, dass Sie nicht einen einzigen Grund genannt haben, warum Sie unser Gesetz inhaltlich ablehnen. Sie haben mit keinem einzigen Grund darauf hingewiesen, warum Ihre Fraktion, Herr Kollege Kosanke, sich nicht auseinandersetzt mit dem Votum der Handwerkskammer, der Industrie- und Handelskammern im Lande, mit den Verbänden, die alle für dieses Gesetz und für die Veränderungen sind. Das zeigt nur eins, Herr Kollege Kosanke, dass Sie derjenige sind, der nicht bereit ist und auch Ihre Fraktion auf Wünsche im Land der Unternehmerschaft und auch der Sie tragenden Verbände einzugehen. Und ich glaube, das darf ich hier sagen, das ist ein Armutszeugnis. Dankeschön.